Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mit Anti-Rutschsocken. Scheiße. Nein, der ist im Auto. Fuck. Ja gut, funktioniert sowieso nicht, der geht jetzt über. Und Apfelsaft, das heißt, ich mache mich jetzt am Weg in die Trampolinhalle. Ich stehe schon davor, ich freue mich schon irrsinnig. Heute wird wieder gesprungen. Ich habe mir gedacht, für Sonntag so ein chilliges Trampolin-Video mit ein paar Sprüngen vom heutigen Training. Nichts besonders Aufregendes, ein ganz normales Random-Training. Mal schauen, was heute für Sprünge gezeigt werden. Ich will gar nicht mehr länger quatschen. Da ist der Eingang. Los geht's. Socken haben wir an. Jetzt gehen wir nochmal aufs Klo. Ein angenehmer Strahl, sehr durchsichtig, da merkt man, dass der Bub gesund ist. Mache ich das mit dem Bloggen eigentlich richtig? Jedes Detail muss da erwähnt werden, oder? Da hinten sind schon die Trampoline, jetzt wird einmal aufgewärmt zuerst. Ganz, ganz wichtig, ich habe nämlich eine leicht ledierte Schulter, die muss ich immer ordentlich aufwärmen, sonst habe ich Probleme und das wollen wir nicht. Okay, passt, Schultern sind soweit aufgewärmt, die Beine wärme ich immer erst im Springen auf. Dazu werden wir jetzt da mal rübergehen. Was? Okay, bitte. Wir haben da hinten die Trampoline, das sind keine Performance-Trampoline, das heißt, das sind die, die nicht so hoch federn. Auf denen wird ein bisschen aufgewärmt, da hinten ist so ein Balken, so ein Bock. Da werden wir ein paar Übungen drüber machen. Zum Aufwärmen kommen wir mal da gemütlich rein. You think I believe it? A fantastic tail like that? I Gut, das waren einmal die ersten Aufwärmsprünge über den Bock. Da hinter mir sind jetzt die sogenannten Performance-Trampoline, die federn um einiges höher. Die Landung findet auf so einem Bike statt. Das ist ein bisschen was anderes als eine Schnitzelgrube von der Landung, etwas härter, aber dafür kommst du auch viel schneller raus wieder. Bei den Schnitzeln ist ein Wahnsinn, da schwitze ich immer, das ist das Anstrengendste im ganzen Training. Ich werde jetzt einmal ein paar Aufwärmsprünge springen und dann leicht ein paar krassere Sachen. Yeah. Also ich merke schon, Auerbach am Trampolin taugt mir persönlich überhaupt nicht, weil es ein komisches Gefühl ist. Deswegen springe ich auch immer so in einer versetzten Schrittstellung weg. Aber habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, ich drehe mich relativ schnell rundherum. Der Abstand zum Trampolin ist relativ kurz, aber dadurch habe ich relativ viel Höhe und Geschwindigkeit. Ich werde das einfach mal ein Double probieren. First try, Double Auerbach und schauen, ob das funktioniert. Ja, war eigentlich relativ easy. Der nächste Challenge. Vorwärtshalte 2,5 Schrauben. Wie man an meinem schweißnassen Gesicht erkennen kann, bin ich schon relativ gut aufgewärmt. Jetzt wird es Zeit für ein paar Doubles. Double Frontflip, Double Sideflip, Double Backflip. Mal schauen, was da alles entsteht. Kamera. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze aus meiner Perspektive aussieht. Kamera im Mund. Ach. Hey. Bye,
Okay, Freunde, heute mega anstrengendes Training. Ich merke so viel Energie wie sonst habe ich nicht, aber soll das nur ein chilliges Training sein. Jetzt werde ich ein paar einfache Sachen noch machen, wie zum Beispiel Einsprung und gleich Double. Das heißt, nur einmal das Trampolin berühren und Double springen, wie Double Frontflip. Mal schauen, ob das Ganze funktioniert. 20 Minuten später. Ich probiere da schon die ganze Zeit herum an Auerbach mit zwei Schrauben, aber so richtig was rauskommen will er nicht. So schaut ein Versuch aus. Oh, ich hätte das filmen sollen. Geht's? Okay, Freunde, das war's für heute. Wie man zum Schluss schon erkennen konnte, ich habe keine Energie mehr. Also ich habe heute schon relativ wenig Energie gehabt, wo ich hereingekommen bin, aber ich habe das Beste daraus gemacht. War wieder mal ein mega spannendes, mega witziges Training. Freut mich, dass wieder mal ein bisschen was weitergegangen ist, wie Double Auerbach. Und ich habe im Gefühl, dass nächstes Mal beim nächsten Training Auerbach mit zwei Schrauben auch noch funktionieren wird. Jetzt geht's heim, duschen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es so war, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Mach heute mal ein chilliges Video. Habe euch einfach mal mit der GoPro auf ganz entspannt mit in die Trampolinhalle genommen. Wenn ihr wieder mal so ein Video sehen wollt, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Hat auch mir mega viel Spaß gemacht. Danke fürs Zusehen, das war's von mir. Euer Maximilian.